Auf der griechischen Insel Mykonos steht meinen Models heute eine besondere Challenge bevor. You take me Wir werden dran hängen. Wir denken natürlich, dass es jetzt ein Höhenshooting geben wird, aber da unten ist auch ein Oldtimer zu erkennen. Deswegen sind wir gerade am Überlegen, ob wir über dem Auto fliegen werden. Es wird auf jeden Fall hoch. Aber was kann hier schief gehen? Die wollen ja nicht, dass ich im Fernsehen sterbe. Hallo meine Models. Heute steht euer erstes Videoshooting an. Ich möchte, dass ihr folgende Szene im Zweierteam umsetzt und dann anschließend die Rollen tauscht. Eine traumhafte Insel, ein wunderschöner Oldtimer. Eine Erkundungsreise mit der ein oder anderen Überraschung. Doch plötzlich lässt sich das Auto nicht mehr bewegen. Nichts geht mehr an. Die Beifahrerin bekommt einen Redeschwall. Die Fahrerin ist sichtlich genervt. Das könnte ich sagen. Die Dialoge zu ihren Szenen müssen sie sich selbst erarbeiten. Doch ihnen bleibt nur wenig Zeit, um mich mit ihrem Schauspiel zu begeistern. Die Geduld ist am Ende. Nach 30 Sekunden platzt ihr der Kragen. Und sie haut genervt auf einen Notknopf. Bin ich. Und dann geht es all the way up. Bitte beachtet, für die Szene habt ihr nur einen Versuch. Daher gebt alles, zeigt, was in euch steckt und begeistert mich. Die bessere Schauspielerin kann sich auf den besten Preis aller Zeiten freuen. Da hat sich ja keiner lumpen lassen. Es ist Zeit mit mir. Ich freue mich auf euch, eure Heidi. Die Teams habe ich schon festgelegt. Das sorgt bei einigen für schlechte Laune. Ja, wir packen das schon. Ja, wir packen das. Also der erste Moment, als ich erfahren habe, dass ich mit Viola bin, ich habe halt runtergeschluckt. Weil wir uns ja auch gar nicht kennen. Ich bin auch gespannt. Ja. Wir haben noch nicht so viel miteinander zu tun gehabt, so ein bisschen. Ob es jetzt gut wird, weiß ich halt nicht. Aber gerade auch, weil wir uns halt nicht kennen, war da wahrscheinlich auch so eine gewisse Anspannung. Aber ich würde mich da nicht verrückt machen. Kriegen wir locker easy hin. Wir werden es so rasieren. Das ist so ehrlich. Machen wir. Wir werden Schalter umlegen und dann richtig loslegen. Ob wir so tun sollen, als wärst du meine Mama. Also auf jeden Fall Mama und Tochter, weil bei Mama und Tochter spielt ja immer Respekt noch eine Rolle. Da kannst du nicht so schimpfen. Ich kann schon ganz gut mit meiner Mama mich streiten, ja. Okay. Ich glaube schon eben, dass wir ja alle unterschiedliche Charaktere sind und das ist ganz cool eben, wenn man also ein bisschen vielleicht zurückhaltender ist, dass man dann aber richtig aufdrehen kann, wenn es drauf ankommt. Und ich glaube, sowas wollen sie heute sehen irgendwie von uns. Ja. Also ich hatte schon ein bisschen Angst, als ich von der Aufgabe erfahren habe, weil ich gerade nicht so diese Rolle habe privat, auch dass ich genervt bin oder so auch leicht aggressiv werde. Aber ja, ist auch eine Möglichkeit, um zu zeigen, dass wir andere Seiten zeigen können. Gerade vor allem, wenn dann noch zwei eher ruhige, dann pushen wir uns auch ein bisschen gegenseitig und versuchen halt wirklich alles rauszuhauen da. Genau. Das Styling steht. Jetzt müssen die Models in ihre Rollen schlüpfen. Ich bin noch schon ganz gespannt, wie das so wird. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Schauspiel habe ich jetzt noch nicht so viel am Hut gehabt bisher. Aber ich mag Herausforderungen. Ich bin aufgeregt. Ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht werden wir dann da rausgezogen, wer weiß. Geil. Leute. Das sieht so geil aus. Oha! Richtig geil. Wir haben da drunter halt so eine Stuntweste an. Ich glaube, wir werden dann hochgezogen. Nee, ich glaube, bei diesem Ausknopf wird entweder der Fahrer oder der Beifahrer hoch. Ja. Beifahrer. Safe, der Beifahrer.